Steile These. In deinem Zimmer steht gerade mindestens ein Möbelstück von IKEA. This is a Scub Closet Organizer. Egal ob das Billy-Regal, das Malmbett oder dieser Klassiker hier. Das schwedische Möbelhaus hat unsere Art zu wohnen verändert. Stylische, preiswerte Möbel zur Selbstmontage im flachen Pappkarton und Köttbullar. Ein unfassbares Erfolgsrezept. Aber bei einer Geschäftsidee hat sich der Konzern so richtig verschätzt. Aufblasbare Möbel. Insbesondere diese Couch gilt heute als der größte Fail der Firmengeschichte. Macht euch bereit für ein absurdes Produktdesaster, groteske Fehlkalkulationen und sehr viel verschenktes Potenzial. Wer bei IKEA einkauft, zahlt vielleicht gerne mal mit der Kreditkarte. Gleicht man diese Zahlungen zum Monatsende nicht aus, sind die Zinssätze häufig hoch. Hier kommt Anyfin ins Spiel. Anyfin kann dir helfen, Zinsen zu sparen und schneller schuldenfrei zu werden. Sie prüfen deine bestehenden Zinssätze und schicken dir, wenn möglich, ein besseres Angebot. Mit dem Rabattcode SIMPLI erhaltet ihr 20 Euro Abzug von der Kreditsumme. Mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung und am Ende des Videos. Das ist Jan Dranger, ein schwedischer Möbeldesigner. Nach seinem Studium gründet er in den 70ern zusammen mit dem Designer Johan Hult das Unternehmen Innovator. Gemeinsam bringen sie in Schweden erstmals aufblasbare Sessel und Matratzen auf den Markt. Doch die Produkte verlieren andauernd Luft. Das Geschäft floppt. Dranger lässt sich aber nicht entmutigen. Über die Jahre verbessert er seine Kreationen und 1995 erhält er endlich eine zweite Chance. Es kommt zu einem Treffen zwischen Dranger und dem IKEA-Gründer Ingvar Kamprad. In Kamprads Sommerhaus in der Nähe von Elmhult stellt Dranger sein neues Konzept vor. Und ganz ehrlich, seine Idee klingt erstmal brillant. Jeder, der schon mal einen Umzug machen musste, weiß, wie schwer und unhandlich Sofas sind. Vor allem, wenn man sie in den vierten Stock im Altbau hochschleppen muss. Da wäre es doch entspannt, wenn man die Couch einfach im Rucksack verstauen könnte und in der neuen Wohnung bläst man sie wieder auf. Kamprad ist interessiert. Nachdem er sich mit seinen Managern beraten hat, lädt er Dranger ein, seine aufblasbaren Produkte vorzustellen. Die Manager testen die Möbel, sitzen einmal Probe und sind überzeugt. Nur kurze Zeit später kommt es zum Deal. Bei IKEA ist man sich sicher, das wird die Möbelwelt für immer revolutionieren. Hände werden geschüttelt, Verträge unterzeichnet, vielleicht ist auch der ein oder andere Korken geknallt. Und dann wird nicht lang gefackelt. Das Unternehmen investiert richtig viel Geld. Sogar weitaus mehr als gewöhnlich für so ein Projekt. Nur zwei Jahre nach dem ersten Treffen von Dranger und Kamprad erblicken die ersten IKEA-Luftmöbel 1997 das Licht der Welt. IKEA konnte den Rohstoffverbrauch mit den aufblasbaren Plastikmöbeln um 85% senken, das Transportvolumen sogar um 90%. Das Material war zu 100% recycelbar. Aus Nachhaltigkeitsperspektive erstmal ein ziemlicher Traum. Die Produktkategorie wird IKEA Air genannt. Air steht für Air is a Resource. Uiuiui. Das Modell Innerlik soll mit einem Überzug wie eine gewöhnliche Couch wirken. Hier oben steht clever, Inhalt? Nichts. Der Interior-Design-Revolution steht nichts mehr im Wege. Aber naja, vielleicht, also ganz vielleicht, wäre es gut gewesen, die Möbel vorher mal ausgiebig zu testen? Also bevor man sie in Massenproduktion gibt. Schon kurz nach Verkaufsstart werden die Probleme sichtbar. Und zwar direkt in den IKEA-Läden selbst. Besucher hüpfen wild auf den aufblasbaren Möbeln herum. Weil die Sofas und Sessel so leicht sind, segeln sie durch den ganzen Laden. Sie wirken durch ihre Leichtigkeit auch irgendwie lächerlich. Die Kunden haben ebenfalls Probleme mit den revolutionären Air-Produkten. Wer eins der Sofas gekauft hat, muss es zu Hause eigentlich nur noch aufblasen. Dafür soll man laut der Anleitung den eigenen Föhn benutzen. Wer allerdings vergisst, den Föhn auf kalte Luft umzustellen, den erwischt es kalt. Heiße Luft nimmt immer mehr Platz ein als kalte Luft. Wird das Sofa also mit heißer Luft aufgeblasen, fällt es beim Abkühlen einfach in sich zusammen. Ist aber letztlich auch egal, weil das Ventil sowieso Luft verloren hat. Hat man am Anfang der Woche ein pralles Luftsofa, ist es am Wochenende nur noch ein zusammengefallener Haufen Plastik. Staubiges Plastik. Da sich das Material elektrisch auflädt, sind die Sofas auch unglaubliche Staubfänger. Dazu kommt ein weiteres Problem. Vielleicht erinnert ihr euch ja selbst noch an die Phase dieser aufblasbaren Sessel. Two words, inflatable furniture. Ende der 90er und Anfang der 2000er waren sie in vielen Kinderzimmern zu finden. Falls ihr sie kennt, erinnert ihr euch bestimmt auch noch an das Geräusch, wenn man sich in so einen Plastiksessel reinsetzt.
A very quiet chair. Dazu das Gefühl, wenn man mit seinen Oberschenkeln beim Aufstehen komplett am Plastik kleben bleibt. Oh, herrlich. Die Air-Produkte sind gefloppt. Und zwar so richtig. Der Preis für die Möbel war zu hoch, sie haben nicht funktioniert, zahlreiche unzufriedene Kunden haben ihre staubigen Plastikhaufen einfach wieder zurückgegeben. 1999 wurde die Zusammenarbeit mit Dranger beendet. Anschließend hat IKEA noch versucht, aufblasbare Produkte für Kinder zu verkaufen. Das lief besser, aber auch nicht wirklich gut. Also hat man sich 2013, 16 Jahre nach Innerlik, letztendlich dazu entschieden, die revolutionäre Idee der aufblasbaren Möbel aufzugeben. Tja. Die Luft war einfach raus. Das Konzept lebt allerdings bis heute weiter. Es gibt viele moderne Ansätze. Die scheinen stabiler zu sein und verwenden teils auch bessere Materialien. Aber ein Problem bleibt bei Aufblasplastikmöbeln in vielen Fällen. Wir sind über den Journalisten Trung Phan und das Museum of Failure auf IKEA Air gestoßen. Die Ausstellung und die zugehörige Website zeigen zahlreiche massive Produktfails. Hinter dem Museum steckt eine tolle Philosophie. Innovation braucht Versagen. Dass etwas nicht klappt, heißt nicht, dass es den Versuch nicht wert war. Risiken auf uns zu nehmen, bringt uns voran. In der Geschichte der aufblasbaren Couch stecken einige ziemlich offensichtliche Lektionen. Das eigene Produkt vorher erstmal ausführlich zu testen zum Beispiel. Wir finden aber besonders zwei Zahlen spannend. Im Vergleich 85% weniger Rohstoffverbrauch und 90% geringeres Transportvolumen? Damn, hoffentlich kann jemand anders den Traum der aufblasbaren Revolution irgendwann umsetzen. Mal ganz abseits davon. Wir wären damals sehr gerne in den IKEA-Läden dabei gewesen, als die Couch-Hippos durch die Luft segelten, Kinder und Erwachsene wie wild auf dem quietschigen, staubigen Plastik herumhüpften und alle frustriert gestressten Mitarbeiter sich dachten, mein Gott, was für eine Idee ist denn dieses Sofa? Cheers. Und jetzt nochmal kurz zu Anyfin. Mit der App kannst du deine bestehenden Kredite super leicht und schnell einreichen. Daraufhin kriegst du ein Angebot und siehst direkt, wie viel Geld du sparen könntest. Wenn du das Angebot annimmst, wird der bestehende Kredit abbezahlt und du zahlst fortan niedrigere Zinsen. Mit Anyfin könnt ihr bestehende Kreditkarten auch direkt in der App und ohne viel Papierkram kündigen. Die Bedingungen von Kreditverträgen sollte man sich immer gründlich durchlesen. Und Ratenkäufe sollte man sich grundsätzlich gut überlegen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.